Danach fing er bei mir. Oh, hier liegt noch ein Stück von der Synchrobox. Willkommen zum neuesten Video. Heute habe ich mir gedacht, zeige ich euch mal mein gesamtes Kameraarsenal, was in den letzten Jahren doch etwas sehr extrem gewachsen ist, weswegen ich das dringend verkleinern muss. Dieses Video ist also auch als eine Art Erinnerung gedacht, damit ich mich an die Kameras auch erinnern kann, die ich jetzt demnächst verkaufen werde. Damit das Ganze aber auch einen Nährwert für euch hat, werde ich kurz zu jeder Kamera meine Meinung sagen und vor allen Dingen mit dem Aspekt, ob diese denn für Anfänger geeignet sind. Stellvertretend hier erstmal sozusagen meine allererste Kamera, die Rolle 35 und meine Nikon FG, welche wahrscheinlich aus dem Haul-Video kennt. Kümmern wir uns aber erstmal um diese kleine Taschenknipse hier. Die Rolle 35 war quasi meine allererste Kamera. Diese habe ich sozusagen von meiner Familie geerbt. Das ist eine sehr schöne, extrem kleine Kamera, die aber leider für Anfänger so gar nicht geeignet ist. Denn leider hilft einem das Teil überhaupt nicht dabei, die Entfernung zu bestimmen. Und auch der Belichtungsmesser ist bei diesem Exemplar hier kaputt. Fast genauso wie bei fast allen Rolle 35 Modellen auf dem Markt, die ebenfalls diesen Fehler haben. So schön und klein diese Kamera hier auch sein mag, für Anfänger leider gar nichts. Falls ihr euch übrigens fragt, was das hier für ein komisches Ding unter der Kamera ist, dies ist ein externer Entfernungsmesser, denn da die Rolle 35 selbst die Entfernung nicht für euch bestimmen kann, müsst ihr das hier mit diesem externen Gerät erledigen. Das Unpraktische dabei ist aber leider, dass die Rolle 35 ihren Blitzschuh, wo dieses Gerät hineingehört, an der unteren Gehäuseseite hat und man deswegen richtige Probleme hat, hier durchzugucken. Die einzige wirklich einigermaßen bequeme Methode, die Kamera so zu bedienen, ist, wenn man diese Kamera über den Kopf hält, hier durchguckt, die Entfernung bestimmt, hier vorne einstellt, die Kamera wieder richtig rumhält und dann hier durchguckt. Das ist extrem umständlich, deswegen halt meine Warnung für Anfänger vor der Rolle 35. Danach gab es erstmal für mich zwei Digitalkameras, und zwar einmal eine JCAM i6180 und eine Samsung L200. Diese Kamera stammt wirklich damals noch aus dem Teleshopping und dementsprechend schlecht ist dieses Ding auch. Denn auch wenn man heute den Farblook dieser Kamera vielleicht ein bisschen ulkig findet, ich blende euch mal ein Bild hier ein, so damals war das nicht wirklich schön und wirklich fotografiert habe ich damit auch nicht. Ich war damit einmal im Zoo und habe davon sonst nur Bilder von mir selbst im Spiegel gemacht, wie man das damals so gemacht hat. Die Kamera ist irgendwann, hatte die keine Lust mehr anzugehen. Heute funktioniert sie zum Glück wieder. Aber damals habe ich halt gedacht, das Ding wäre kaputt und habe mir dann mit der L200 von Samsung ein bisschen was Höherwertiges geholt. Die Kamera hatte ich auch Jahre im Einsatz. Bin heute auch noch ganz angetan von diesem Stück. Ich meine, es ist super klein, passt in jede Hosentasche. Die Bildqualität ist toll. Das einzige Manko an dieser Kamera ist nur, dass man sich die Blende nicht wirklich aussuchen kann. Und zwar kann man, ohne eingezoomt zu haben, nur zwischen den Blenden F2.8 und irgendwie F7. 7.1 wählen. Man kann die Blende also nicht stufenlos schließen, sondern hat wahrscheinlich nur so zwei verschiedene Plastikscheiben, die die Kamera da durchschaltet. Heute habe ich das gute Stück eher selten dabei, denn mittlerweile besitze ich, wie viele vielleicht wissen, ein iPhone 4S und das kann es doch schon gut mit der Digitalkamera aufnehmen. Da brauche ich nicht immer eine Digitalkamera und ein Handy mitnehmen. Wer meine Videos kennt, der weiß, meine allererste selbst gekaufte Analogkamera war die Canon AV1. Die wohnt sozusagen hier mit fast der gesamten Canon A-Serie in dieser Schublade hier. Das ist das gute Stück. Die Canon AV1 ist eine tolle Kamera, die auch bereits ihr eigenes Review bekommen hat. Link mal hier oben. Die ist super geeignet für Anfänger. Allerdings hat sie keinen M-Modus, sondern eine dauernd eingeschaltete Automatik, weswegen sie dann später mit den fortgeschrittenen Fähigkeiten des Fotografen meistens nicht mithalten kann. Wer allerdings einsteigen will, super Kamera, meistens auch recht günstig zu bekommen. Als nächstes und auch ebenfalls bereits mit einem eigenen Review auf meinem Kanal vertreten, die Canon AE1 in der Programm-Version. Auch eine sehr schicke Kamera und dank des Programmmodus, wie im Review erklärt, Link nochmal hier oben, eine tolle Kamera für Einsteiger. Allerdings solltet ihr darauf achten, dass ihr euch echt ein schönes Objektiv holt, denn dieses Kina 28mm f1.8, denn das hier ist wirklich einer meiner schlechtesten Optiken. Auch wenn das Objektiv eine lustige Spezialfähigkeit drauf hat, was ich euch gleich noch zeigen werde, wenn ich das nicht vergesse. Als nächstes hätten wir hier das Herzstück der Canon A-Serie, die Canon A1 mit diesem schönen 50mm SSC 1.4 Objektiv. Richtig schönes Teil, leider von mir noch nicht ganz so oft eingesetzt und auch mit ein paar kleinen Macken, aber die bekommt demnächst trotzdem ein eigenes Review. Diese Kamera bietet sogar noch mehr Automatikfunktionen als die Canon A1 Program, zum Beispiel zusätzlich TV, AV und P für Programmmodus ist diese hier noch etwas besser für Anfänger geeignet. Dazu haben wir noch, leider von mir noch nicht ausprobiert, die Canon T70 mit einem Zoom-Objektiv. Zoom-Objektive an so alten Kameras sind für Anfänger keine wirklich gute Idee. Anfängern würde ich von Zoom-Objektiven erstmal abraten, aber trotzdem, die Canon T70 alleine ist eine super Anfängerkamera. Sieht zwar ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus und ist jetzt nicht ganz so schick in Augen der meisten Leute, aber ich mag diese Kamera. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass ich noch keine Gelegenheit hatte,
damit zu fotografieren, denn leider hat es ihr Batteriefach erwischt, wo ich mich mal drum kümmern sollte. Dann hätten wir als letzte Kamera eine ziemlich geschundene Canon EF. Bei diesem armen Stück hier kann man leider die ISO-Zahl nur noch mit der Rohrzange ändern. Außerdem ist die Skala im Inneren verrutscht und die ganze Elektronik scheint hinüber zu sein. Auch die Spiegelrückholfeder scheint es erwischt zu haben. Die habe ich mal total ramponiert auf dem Flohmarkt gefunden. Das Bracing hier oben ist allerdings von mir, falls ihr jetzt nicht wisst, was damit gemeint ist. Einige Kameras haben unter diesem schwarzen Lack wirklich Messingstahl und wenn man hergeht und vorsichtig mit einer Feile etwas Schleifpapier lange noch drumherum fällt, kommt das Messing wieder zum Vorschein, was ich finde, was an dieser Kamera einfach nur großartig aussieht. Leider sind Canon EF-Kameras ziemlich selten und deswegen auch meist sehr teuer, weswegen das eigentlich keine gute Anfängerkamera darstellt, allein wegen des Preises, der meistens bei 50 bis 60 Euro liegt. Solltet ihr als Anfänger allerdings die Chance haben, an eine solche Kamera zu kommen, so kann ich das nur empfehlen, denn diese sind gar nicht so spartanisch ausgestattet, wie dieses Ding vom alten Look jetzt noch aussieht, denn die Teile haben wirklich eine Blendenautomatik und stehen damit einer Canon i1 ohne Programm fast in nichts nach und sind sogar noch etwas stabiler, denn wie gesagt, echtes Metall. Dann finden sich in dieser Kiste eigentlich nur noch der Motor, den ihr bereits aus dem Canon i1 Program Review kennen könntet. Dazu noch ein 135mm f2.8 Tokina RMC und damit auch das erste Objektiv, was ich mir quasi selber gekauft habe, denn das war bei der Canon AV1 direkt dabei. Wie ihr aus dem Review sicher wisst, das Magnum 50mm f1.7 geholt, was ein bisschen praktischer ist als Anfänger. Als Anfänger direkt mit so einer kleinen Telebrennweite hier anzufangen, ist nicht immer die beste Idee. Dazu habe ich hier noch den billigen Arcon Aufzugmotor, wovon ich generell abraten würde, euch Drittherstellermotoren zu kaufen, denn die verschleißen euch die Mechanik eurer schönen Kameras. Danach habe ich noch ein gut erhaltenes und schön stramm gehendes 80 bis 200 mm Canon SSC Zoom-Objektiv, auch ein schönes Teil. Und ein leider etwas weniger gut erhaltenes, ziemlich klappriges, nicht mehr so stramm gehendes Objektiv, das gerade auf zwei Filter aufpasst und bei dem es sich um ein Canon 300mm f5.6 handelt. Das habe ich mir mal geholt, um damit im Zoo fotografieren zu gehen. Leider bin ich noch nicht zugekommen, weil ja halt noch keine Zoosaison ist. Dazu muss erst noch etwas wärmer werden. Und dann wäre es das eigentlich mit meiner Canon-Schublade. Nachdem ich mir die Canon AV1 gekauft hatte, hatte ich ziemlich schnell ein kleines Problem. Und zwar brauchte ich für ein bestimmtes Projekt eine Kamera mit rein manuellen Einstellungen, was ein ziemliches Problem war, denn zu dem Zeitpunkt hatte ich einfach mal überhaupt kein Geld. Und das günstigste, was ich finden konnte, war diese Praktica MTL3. Das ist eine Kamera aus der ehemaligen DDR. Historisch nicht wirklich passend, hatte ich dazu ein Autorevinon F1.7 mit 55mm. Die Kombo war damals extrem günstig. Ich glaube, für beides zusammen habe ich nicht mehr als 30 Euro bezahlt. Später habe ich dann auf dem Flohmarkt auch noch vom selben Hersteller von Revue Photo, oder wie man die ausspricht, dieses 35mm F1.8. Und in diesem monströsen Köcher hier dieses 75 bis 205 mm f3.5 mit durchgehender Lichtstärke, also extrem cooles Zoom-Objektiv, auch wenn es riesengroß ist. Ich war damit schon im Zoo und habe das auch an Digitalkameras schon benutzt, also das ist richtig cool. Dabei ist die MTL3 an sich, also die reine Kamera, ein bisschen problematisch für Anfänger, denn deren Abblendmechanismus ist ziemlich kompliziert und zwar muss man hier so einen Taster runterdrücken, um die Blende zu schließen, um gleichzeitig messen zu können und das ist für Anfänger total verwirrend. Ich hatte damals noch nicht so wirklich die durchgehende Ahnung davon, wie das funktioniert und habe mich da an ein paar Fotos übel vertan mit dem Ding. Also Praktica MTL3 für Anfänger nur mit Vorsicht zu genießen. Zu dieser Kamera wird es wahrscheinlich auch demnächst ein Review geben. Danach hatte ich dann zum Glück ein bisschen mehr Geld und konnte mir meine erste digitale Spiegelreflexkamera leisten. Hier diese EOS 10D. Die ist ziemlich alt, macht aber noch ziemlich coole Bilder, wie ich finde. Die hat halt nur das Problem, dass sie im Dunkeln aufgrund des höheren ISO-Rauschens nicht so super performt. Außerdem kann man damit nicht filmen. Aber trotzdem finde ich, dass das immer noch eine der besten Kameras ist, wenn es darum geht, in die digitale Spiegelreflexfotografie einzusteigen. Denn wenn man sich erstmal eine alte Spiegelreflexkamera holt, kann man damit in Ruhe die Fotografie lernen. Braucht keine Angst haben, dass man irgendetwas Teures kaputt macht oder so. Und wenn man dann nach einem Jahr die Fotografie soweit erlernt hat, dann weiß man auch genau, welche neue Spiegelreflexkamera man sich holen sollte. Das gute Stück hat auch erst relativ spät sein eigenes Objektiv bekommen. Denn erstmal habe ich die Canon-Objektive, die ihr gerade gesehen habt, dran adaptiert. Und auch das Revinon von eben. Zudem, wie das mit dem Adaptieren von Objektiven funktioniert, habe ich schon ein paar Videos gemacht. Ich verlinke euch hier mal die beiden ersten. Allerdings hatte ich da auch ziemliche Probleme, denn ich habe mich damals mit Kropffaktor und sowas noch nicht richtig ausgekannt. Habe gedacht, wenn ich da jetzt mein 50mm Canon dran packe oder mein 55mm Autorevinon, was ihr gerade gesehen habt, dann hätte ich daran auch eine Normalbrennweite, was allerdings nicht der Fall ist. Durch den Kropffaktor von 1,6 verwandeln sich hier dran leider alle Normalbrennweiten in leichte Porträt-Teles und mit denen kam ich dann gar nicht zurecht. Ich habe diese Kamera dann in Urlaub geschleppt und habe mich dann gefragt, warum ich denn die ganze
ganze Zeit 3 bis 5 Schritte zurückgehen muss, um den Bildausschnitt so richtig hinzukriegen. Das liegt an dem Kropffaktor. Dazu werde ich allerdings später nochmal ein neues Video machen. Danach habe ich mir gedacht, wie geil wäre das denn mal ein bisschen in die Lomografie reinzuschnuppern. Denn ich stand ja damals und stehe auch immer noch total auf diesen Retro-Look. Da wollte ich gucken, ob der Lomo-Look nicht das ist, was mir am besten gefällt. Da ich immer noch kein Geld hatte, habe ich mir hier erstmal diese DIY-TLR hier geholt. Das süße kleine Ding hier kam aus China eBay und zwar für 12 Euro. Allerdings muss ich das selber zusammenbauen. Dazu muss man sagen, das Ding ist erstmal ein bisschen schwierig zusammenzubauen, besonders mit der Originalanleitung. Wenn man auf eine Anleitung zurückgreift, die es im Internet gibt, dann geht's, dann ist das kein Problem. Das nächst Schwierige ist, dass man die hier selber ausmessen muss. Man muss also gucken, dass diese beiden Objektive hier auch die gleiche Einstellung haben. Um das zu markieren, habe ich hier die Farbe bei 2 Zähnen hier abgekratzt, um zu wissen, wie die hier aufeinander gehören. Dann muss man sich bei manchen Kameras noch darum kümmern, dass hier die Mattscheibe richtig funktioniert. Ich habe hier das beiliegende Plastikplättchen einfach mit ganz feinem Sandpapier abgeschliffen und das geht. Dann ist dieser Haken hier das einzige, was diese Rückwand hier zuhält. Das heißt, hier sollte man zukleben. Und der Vorspulindikator, einfach hier so ein Pfeil, ist auch nicht immer ganz leicht abzulesen. Und bei den ersten 5-7 Bildern greift er hier auch nicht richtig. Das ist leider nichts für Anfänger und auch wirklich nur Leute mit starken Nerven. Etwas später haben dann diese Original-Lomo-Kameras hier den Weg in meinen Besitz gefunden. Einmal die berühmte Holger-Kamera mit mehrfarbigen Blitz. Sehr lustig und auch für Anfänger nicht wirklich schwer zu bedienen, wenn man hier einmal den Film richtig reinbekommt. Danach die Rückwand großzügig mit dem sogar beigelegten Isolierband zuklebt. Hat man eigentlich nur noch eine Kamera, bei der man einen Knopf drücken muss und natürlich das Vorspulen nicht vergessen darf. Deswegen für Anfänger ganz gut geeignet, aber immer noch nicht perfekt. Etwas besser dagegen ist die La Sardina, eine Kleinbildkamera, die auf ganz normale Filmdosen basiert und deswegen auch für Anfänger viel besser geeignet ist als die Holger meiner Meinung nach, denn das gute Stück hat ein Zählwerk, einen Schutz vor Doppelbelichtungen. Das einzig Kritische ist dieser Sucher hier, denn um hier richtig durchzugucken, muss man den nah ans Auge nehmen. Das Ding ist ziemlich spitz und wenn man da mal gegen jemanden anrempelt, hat man das Stück hier ziemlich schnell im Auge. Außerdem ist das für Brillenträger hier total suboptimal, aber das ist ja eine Lomo-Kamera und da sollte man sowieso eher aus der Hüfte schießen. Und da diese Linse hier, ich glaube sowieso, eine ziemlich weitwinklige ist, mit 21 mm oder sowas in der Richtung. Ich bin das mal hier ein, falls ich das gerade falsch gesagt habe. Benutzt man hier den Sucher ja sowieso nicht durchgehend. Die ist für Anfänger also sehr gut. Bedientechnisch dagegen ein ziemlicher Horror ist diese originale Diana. Die heißt hier Annie. Aber bis heute ist sowieso noch nicht klar, ob jetzt die Diana wirklich die erste Kamera war oder vielleicht die Great Wall oder wie die hier alle heißen. Das Ding ist super klapprig. Der Sucher ist richtig kacke und das hier ist auch kein richtiger Belichtungsmesser, sondern auch nur Glasscheibe. Der Vorspulsound ist für die Ohren richtig ekelhaft. Die Rückwand ist klapprig und ich habe dieses Stück hier auch noch nicht benutzt und zwar unter anderem aus den Gründen. Das heißt aber nicht, dass diese Kamera hier schlechte Bilder macht, denn aufgrund dieser sehr merkwürdigen Plastiklinse hier vorne kann das echt coole Effekte haben, das gute Stück. Allerdings habe ich da auch nur 1 Euro für bezahlt und werde das Ding wahrscheinlich auch demnächst versetzen. Als ich danach etwas mehr Geld zur Verfügung hatte, setzte mir die frühe Rollfilmphase ein. Da ich gehört hatte, dass man diesen richtigen Retro-Look wirklich nur auf Rollfilm hinbekommt, als allererstes hatte ich mir diese Kodak Wolinda hier zugelegt, was allerdings ein kleiner Fehler war. Denn das gute Stück benutzt leider keinen handelsüblichen 120er Rollfilm, sondern 320er Rollfilm. Wer mein Filmsammlung-Video gesehen hat, der weiß, ich habe da einen umgeschliffenen Film. Das heißt, man kann amerikanischen 120 Rollfilm auf deutschen 120 Film umschleifen. Was für mich jetzt natürlich ziemlich ungünstig ist, denn jedes Mal, wenn ich diese Kamera benutzen will, muss ich erst einen Film umschleifen, was doch ziemlich nervig ist. Deswegen ist dieses schöne Stück hier leider sehr selten in Gebrauch. Allerdings kann ich mit dem Ding noch etwas anderweitig Film benutzen, denn ich habe mir irgendwann mal hier diese lustige Maske gebastelt, welche ich auf die Filmebene aufkleben kann, um darin Kleinbild zu verwenden, um damit die lustigsten Formate zu schießen. Ich habe damit auch schon mal sogenannte Rocket Squares geschossen. Ich blende hier mal ein Bild ein. Die waren zwar richtig asozial einzuscannen, aber ich finde, sowas Lustiges sollte man mal gemacht haben. Für Anfänger ist die Kodak Wolanda 320 natürlich nichts, weil dieses Filmumschleifen doch ziemlich anstrengend ist. Außerdem gibt es viel bessere Klappmittelformatkameras, zum Beispiel diese Zeiss Iconta hier, die man wieder nicht ausklappen möchte. Es ist eine richtig coole Kamera und für einen Zweilinser auch schon ein richtig gutes Objektiv. Die habe ich noch gar nicht allzu lang, habe damit letztens auch Bilder gemacht, die ich selber entwickelt habe. Also richtig coole Kamera. Das Coole an diesen Faltern ist natürlich immer, dass sie super klein sind und ohne diese Lederhülle hier auch in jede Hosentasche passen. Der einzige Nachteil dieser Kamera, der mir aufgefallen ist, die Kamera hier im Objektiv nicht gespannt hat
und dann den Gehäuseauslöser drückt, dass die Kamera einem dann weiß macht, man hätte ein Foto gemacht, obwohl das gar nicht passiert ist, und sich dann dieser Gehäuseauslöser hier sozusagen abschaltet und man hier vorne per Hand auslösen muss, was mich da das letzte Mal, als hier mit unterwegs war, bisschen genervt hat. Für Anfänger allerdings sind diese Kameras immer so eine Sache, denn die hier, genau wie die Volenda, hilft einem nicht bei der Scharfeinstellung. Man muss also selber entscheiden, wie weit das Objektiv weg ist, und das kann schon mal ein bisschen schwierig werden. Außerdem hat diese Kamera hier noch kein Belichtungsmesser, man wird also das Handy oder irgendetwas anderes zur Hilfe nehmen müssen. Deswegen sind für Anfänger solche Faltkameras nicht immer wirklich gut geeignet. Außer man hat wirklich ein hochwertiges Exemplar, zum Beispiel von Voigtländer, das schon über einen Messsucher oder sowas verfügt. Wenn man als Anfänger unbedingt Mittelformat machen möchte, und zwar da das klassische Mittelformat und auf Folge und sowas gar keinen Bock hat, sind Boxkameras immer sehr zu empfehlen. Hier meine Agfa Synchrobox, sogar mit einem alten Blitzlicht, wo ich zugegebenermaßen überhaupt keine Ahnung habe, was da für eine Birne oder was da für eine Batterie reingehört. Ich habe mich damit auch wirklich noch nicht so gut beschäftigt, denn die Box war nur einmal im Einsatz. Die haben natürlich das Problem, dass sie ziemlich wuchtig sind und man nicht so eben in der Hosentasche verschwinden, und irgendwelche Anbringungen, um die guten Stücke hier um den Hals zu tragen, haben die auch nicht. Das sind wirklich Rucksack- oder Taschenkameras. Dafür sind sie recht einfach zu bedienen. Man hat hier ein Feld, um nach oben zu zielen, wenn man ein Hochformatbild haben möchte. Da hat man das gleiche Fenster nochmal, wenn man im Querformat fotografieren möchte. Hat man hier den Auslöser mit eigentlich nur einer Zeit, also irgendeine Zeit, wahrscheinlich irgendwie 90 Sekunden oder so, und Bulb. Als kleinen Luxus hat diese Art Boxkamera hier, ich mache mal das Objektiv mit B auf, eine kleinere Blende für besonders helle Tage und ein Gelbfilter für Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Ansonsten recht spartanisch, auch die Bilder muss man selber ablesen. Für Anfänger schon mal besser geeignet, aber man sollte doch schon einiges über die Fotografie wissen. Danach fing er bei mir, hier liegt noch ein Stück von der Synchrobox. Anschließend fing er bei mir die Phase der günstigen Russenkameras an. Denn wenn man bei eBay so ein schönes Stück hier für 12 Euro sieht, dann kann man ja schlecht Nein sagen. Das ist übrigens eine lateinische Zenit E. Die habe ich noch nicht so lange. Wie ihr wahrscheinlich in meinem Infovideo gesehen habt, ist das die Kamera, die hier hinten immer aufspringt, wenn man da mit der Hülle dumm dran kommt. Allerdings ist das sonst eine recht coole Kamera. Ist wie gesagt eine der günstigsten analogen Spiegelreflexkameras, die man so bekommen kann. So 12 bis 15 Euro, manchmal auch 8 oder 10. Ich habe schon mal eine für 8 bekommen, allerdings ohne Objektiv. Sind da keine Seltenheit. Besonders gerne mag ich dieses kleine Pancake Indostar hier, was meistens immer dabei ist. Genau genommen sind das Klone eines älteren Carl Zeiss Objektivs, und die sind richtig cool, was die Bildqualität angeht. Allerdings müsst ihr gucken, dass ihr ein Objektiv bekommt, das nicht zerkratzt oder kaputt geputzt ist. Also keine Kratzschleier hier drauf aufweist. Ist zwar ein bisschen fummelig zu bedienen, aber ich werde demnächst ein Review dazu machen, und auf meinem alten Kanal, ich verlinke das mal hier, gibt es auch ein Ladevideo dazu, denn mit diesem hier draufdrücken, und das ist dann die Rückspulkurbel, das ist ein bisschen kompliziert. Als ich dann irgendwann drei Zenits hatte, wollte ich irgendwann auch mal eine Sorki 4, denn diese Dinger hier sind nichts geringeres als Leica-Klone. Auch wenn die an die gute Qualität der Schraub-Leicas nicht drankommen, sind diese Kameras hier doch schon so ein kleiner Einstieg in die Messsucherfotografie. Was hier allerdings nervt, ist die Sorki 4 ohne IRK, auch wenn das hier eine Jubiläumsedition ist, hat keinen Aufzughebel, sondern muss hier umständlich gedreht werden. Auch ist der Sucher bei diesem Exemplar hier total suboptimal, und damit die Bildränder richtig zu erwischen und richtig zu zielen ist ziemlich schwierig. Ich weiß nicht, ob das bei jeder Sorki 4 so ist, aber die leidet extrem darunter. Der Hauptgrund, warum ich mich nach dem Problem mit der Sorki 4 dann doch wieder mit dem Messsuchersystem angefreundet habe, ist diese FAT 5B hier. Denn diese macht alles besser, was die Sorki falsch macht. Zum Beispiel hat die hier einen wunderschönen Spannhebel, einen klaren Auslöser, ein Blitzschuh, einen tollen Sucher und vor allen Dingen ein richtig tolles Objektiv. Denn wenn an einer Messsucherkamera schon kein 35mm Objektiv sitzt, dann sollte das 50er schon mindestens die Lichtstärke 2,8 haben und nicht 3,5 wie bei der Sorki. Dieser Kamera hatte ich sehr viel Spaß. Das Objektiv hat eine tolle Schärfe geliefert, also eine richtig tolle Kamera, besonders für Streetfotografie und sowas. Das einzige Manko ist, dass die eigentlich hier so platt ein bisschen hässlich aussieht, weil sich die Fetthersteller in der Ukraine dann doch von dem Leica-Design entfernt haben. Außerdem hat das hier keine eigenen Ösen, weswegen man es immer mit seiner viel zu großen Lederhülle zusammen einsetzen muss, wo sich der Rückteil nicht abnehmen lässt. Und da geht einem doch schon so ein bisschen das Unauffällige in der Stadt verloren, wenn einem hier immer das Monster-Ding hier unten drum rumbombelt. Ich habe schon versucht, da Lösungen für zu finden, mir ist allerdings nichts eingefallen. Da mir die Mittelformat-Fotografie, die ich bis dahin ja mit der Kodak Volenda und der Agfa Synchrobox gemacht habe, ziemlich gut gefallen hat, wollte ich unbedingt etwas Höherwertiges haben, das die Entfernung selber messen kann, denn immer diesen kleinen Messsucher mit mir rumzuschleppen ist nicht sehr angenehm, wobei Volenda und Agfa-Box ja keinen modernen Blitzschuh haben, wo man den reinstecken könnte. Und da habe ich mir irgendwann diese schöne Seagull 4A103 geholt. Eine zweieckige Spiegelreflexkamera, die auf meinem alten Kanal auch schon einen eigenen Ladefilm spendiert hat bekommen. Die auch zugegebenermaßen einige meiner wirklich allerbesten analogen Bilder gemacht hat. Ich zeige euch hier mal
zwei Stück. Das Tolle an dieser Kamera ist, dass, obwohl sie aus China stammt, dieses Haui-Objektiv hier drin richtig cool ist und auch das Suchersystem ist richtig schön klar und lässt einen präzise alles einstellen. Also ich finde die Kamera richtig super. Der einzige Nachteil dieser Kamera hier ist, dass sie im Gegensatz zu einem Yashica Mate oder einer anderen Konkurrenzkamera leider die Belichtung selber messen kann, weswegen man dann mit dem Handy oder einem externen Belichtungsmesser so etwas ran muss. Ansonsten ist diese Kamera hier toll für einen Anfänger geeignet, besonders die A-Version, die hier eine automatische Kurbel haben, anstatt des Rückfensters, wodurch man vor Doppelbelichtungen und Überlappungen ziemlich gut geschützt ist. Auch hat sie hier eine relativ coole Tiefenschärfe-Skala, die auch relativ präzise ist. Also das ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingskameras. Ich finde es auch schade, dass ich die lange nicht mehr eingesetzt habe. Sollte ich vielleicht mal machen. Danach habe ich mir dieses kleine Ding hier geholt. Denn auch wenn das ziemlich merkwürdig aussieht, das ist wirklich eine Kamera. Und zwar eine sogenannte Keychain-Kamera. Da gab es vor so anderthalb Jahren mal so einen riesigen Hype in Japan, wo sich die ganzen Schulmädchen da diese kleinen Schlüsselanhängerkameras, die ist noch vergleichsweise ziemlich groß zu dem, was es sonst gibt, geholt haben, um damit zu fotografieren. Ich habe gedacht, das käme auch nach Deutschland. Da habe ich mich da ein bisschen vertan. Ich finde das Ding hier aber trotzdem richtig lustig. Ich blende euch mal ein paar Fotos davon ein. Das macht so, glaube ich, 0,7 Megapixel Fotos, die man dann auf dem PC überträgt. Der einzige große Nachteil daran ist, hier kommt eine Batterie rein. Und wenn die Batterie leer ist, gehen auch eure Fotos verloren, denn das hier ist technisch eigentlich nur so ein ganz kleiner Computer mit einer Webcam und sobald er keinen Strom mehr hat, vergisst er alles. Das heißt, sie haben ja noch nicht mal irgendwie einen komplizierten Speicher eingebaut. Also alles ganz einfach und ziemlich lustig, wie ich finde. Dann kam eine Phase, als der Fotohändler meines Vertrauens in seiner Gebrauchtabteilung auf einmal unglaublich viel Pentax-Kram rumfliegen hatte, wo jetzt nicht nur das herkommt, was ihr jetzt seht, sondern eigentlich viel, viel mehr, von dem ich aber einiges verkauft habe. Ich blende euch hier mal ein Bild ein von der kompletten Ausrüstung, die ich damals gekauft habe und auch so im Urlaub hatte. Die fand ich dann allerdings mit der Zeit ein bisschen übertrieben und habe die dann verkauft, denn so viele Anschlüsse möchte ich eigentlich gar nicht haben. Deswegen habe ich hier eigentlich nur diese Pentax FSX behalten mit diesem relativ lichtstarken Zoom-Objektiv, dem 28 bis 105mm f2.8 bis 4. Ein richtig cooles Teil, habt ihr wahrscheinlich auch schon in meinem Review zur Pentax ME gesehen. Die ist übrigens mittlerweile verkauft. Dazu noch hier so ein relativ unspektakuläres 75 bis 200mm F3.8. Also nichts wirklich Besonderes, aber es macht diesen Satz hier komplett, denn mit den beiden Dingern hat man schon mal fast alles abgedeckt, falls ich mal so ein kleines Gear brauche, was einfach in so eine Tasche passt. Die Pentax SFX selber ist eine coole Kamera. Das ist halt eine der frühen Kameras mit Autofokus. Hat auch noch diesen 80er-Jahre-Style. Gefällt mir ganz gut und ist auch für Anfänger gut zu bedienen. Wenn man hier mit diesen Knöpfen hier zurechtkommt, wenn man zum Beispiel das hochschiebt, ist man im Mode und dann muss man hier hoch und runter. Das kann für Anfänger ein bisschen fummelig sein, aber wenn, hat man ziemlich viele Programmautomatiken, auch eins für kurze Brennweiten, lange Brennweiten. Also das ist eigentlich eine super Anfängerkamera, wenn man sich mit diesem Menü hier zurechtfindet. Ich sag mal, wer es schafft, an seiner Mikrowelle die Uhr richtig einzustellen, der kann auch diese Kamera hier bedienen. Bestimmt haben sich einige auch schon gefragt, was das hier für ein ulkiges Ding ist. Und zwar ist das meine Ricoh KR10 Super Party Edition. Die ist natürlich nicht so hergestellt worden, sondern die habe ich selber gebastelt, hier mit so ein bisschen Leopardenplüsch und pinkem Nagellack im Schriftzug. Ich fand die total lustig und das ist eigentlich so meine Kamera zum Fashion-Fotografieren. Ich finde das auch immer ganz lustig, mit so einem Ding mal aufzutauchen, wenn alle drumherum ihre fetten Spiegelreflexkameras haben. Zum Beispiel im Zoo war ich damit schon und so weiter. An Funktionen ist das Ding auch ganz interessant. Und zwar ist das ein Zeitautomat. Hier das A für Automatik, wo man die Zeit aber auch selber bestimmen kann. Das heißt, die Kamera ist eigentlich von der Funktion her super für Anfänger geeignet. Hier hat dann auch noch eine Exposure Compensation, die man drehen kann, die fertig einrastet, ohne irgendwas runterdrücken zu müssen. Das einzige Manko dieser Kamera ist, die benutzt, um einem die Verschlusszeit im Sucher anzuzeigen, keine Nadel und auch keine LEDs, sondern ein LC-Display. Das heißt, so eine Art Taschenrechner-Display. Und das war vielleicht damals so der neueste Scheiß, aber heute, besonders wenn es dunkel ist, ist das richtig schwer abzulesen und nervt extrem. Also die Kamera ist für dunkle Situationen eigentlich eher weniger was, leider. Ansonsten eigentlich gut für Anfänger geeignet. Dann hatte ich auch kurz so eine Phase, wo ich dann wirklich auf den kaputtesten Scheiß immer so 1 Euro bei eBay gesetzt habe und irgendwann ist das hier dabei rausgekommen. Das war wohl mal eine Zenith TTL, wo der Besitzer gemeint hat, er hätte doch dann lieber die schwarze Version und die Kamera hier schwarz lackiert. Der Kerzenwachs allerdings ist von uns und zwar haben ich und ein paar Freunde da ziemlich Party auf der Kamera gemacht und meinten, wir müssten da ein bisschen was feiern. Die Kamera an sich ist eigentlich nicht schlecht. Die hat auch in meinen Händen kurz mal für eine gewisse Zeit funktioniert, hat die meisten Bilder natürlich total überbelichtet, denn von dem guten Stück hat es leider den Verschlussvorhang völlig zerhauen. Was allerdings richtig toll ist, ist dieses Helios 44 M4, was ich auch kurz in Benutzung habe, bevor ich gemerkt habe, dass das Ding leider verpilzt ist. Und das Problem an verpilzten Objektiven ist immer, dass sie alle Kameras, an denen man diese ansetzt, anstecken können damit. Deswegen bin ich hier eher vorsichtig, habe damit aber
kurze Zeit mal fotografiert. Das Coole an dieser Linse ist, dass sie aufgrund ihrer einfachen Konstruktion ein richtig spannendes Bokeh hinbekommt. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal von der PET2-Linse gehört hat, die jetzt von Lomography verkauft wird, aber das hier kommt dem noch am ehesten. Wenn ihr so ein Objektiv mal bei eBay für so 20 Euro seht, holt euch das, guckt aber, dass kein Pilz drin ist. Danach habe ich dann den Online-Versandhändler KH gefunden und habe da über die Zeit ordentlich zugeschlagen, denn da gibt es richtig gute, geprüfte Analogkameras und so weiter, die sonst in Deutschland richtig teuer sind, wie dieses Nikon-System hier. Wenn ihr da bestellt, müsst ihr allerdings aber auch immer auf die Zollbestimmungen achten, denn es kann sein, dass da noch ein bisschen zollfällig wird. Hier also jetzt meine absoluten Lieblingskameras und Arbeitstiere aus dem Nikon-System. Sozusagen angeführt wird dieses Rudel von dieser alten Nikon F, wirklich eine sehr coole Kamera. Manche sagen, dass die für die Qualität, die die heute so liefert, ein bisschen teuer ist. Aber für dieses Exemplar hier, sogar mit dem F1.4 Objektiv, habe ich damals in einem Angebot unter 100 Dollar bezahlt. Und das fand ich schon ziemlich gerechtfertigt. Das muss aber sagen, das Ding ist besonders durch diesen Photomic-Sucher hier ein richtiges Monster und auch richtig schwer. Und noch nicht immer so leicht zu bedienen. Und außerdem gibt es auch ein kleines Problem mit den Batterien. Allerdings habe ich das ganz gut hingekriegt, indem ich hier einfach eine andere ASA-Zahl eingestellt habe. Wer mehr über diese Kamera erfahren möchte, verlinke ich hier oben von Ansgar Hillebrand ein wirklich sehr tolles Video, wo auch das ganze Zubehör zu dieser Kamera erklärt ist, was ich hier leider nicht habe. Natürlich bekommt diese Kamera auch irgendwann von mir noch ein Review, aber das muss erstmal warten. Daneben hier der Nikomat mit einem K und ohne R mit einem alten 35mm Objektiv, das so alt ist, dass man hier nicht nur die Mitnehmergabel und eine Entfernungseinstellung lediglich in Fuß hat, sondern auch ist hier oben noch Nikons alter Name und zwar Nippon Kogaku zu lesen. Ein sehr schönes Objektiv, ich hatte das auch schon im Einsatz, allerdings nicht auf dem Nikomat hier, sondern auf dem Nikomat mit 2 K und R. Aber der kommt erst gleich an die Reihe. Der Nikomat, wieder ohne zweites K und ohne R, ist eine ziemlich klassische Kamera, wo man die Zeit noch hier mit einem Hebel an der Seite einstellt. Leider für Anfänger nicht ganz so gut geeignet, weil man hier auch wieder ein Problem mit den Batterien hat. Allerdings sehr interessante Kamera. Sehr robust und mit einigen interessanten Features, wie einer Lupe beim Filmzellenwerk, eine Ablenntaste, die fast vom Auslöser nicht zu unterscheiden ist, und eine Belichtungsmessung außen am Gehäuse. Kommen wir zu meiner absoluten Lieblingskleinbildkamera, und zwar zum Nikomat EL. Und ich habe diese Kamera so gerne, dass ich mir sogar zwei Exemplare davon geholt habe. Einmal in Silber und einmal in Schwarz. Merkwürdigerweise benutzt der schwarze Nikomat ein Mikroprismenfeld zum Scharfstellen, wohingegen der silberne ganz auf den bekannten Schnittbildindikator setzt. Ein weiterer guter Grund, direkt zwei Kameras zu besitzen, ist, dass man immer eine mit einem hochempfindlichen Film laden kann, eine mit einem niedrig empfindlichen Film oder eine mit Schwarz-Weiß und eine mit Farbe. So unsinnig, sich zweimal die gleiche Kamera zu kaufen, ist es also nicht, wie es auf den ersten Blick aussieht. Hier steckt übrigens mein Vivita 28mm f2.5 drauf, ein ziemlich lichtstarkes Weitwinkelobjektiv. Und hier ist einfach ein 50mm Objektiv mit einer ehrlichen f2 drauf. Ich finde das manchmal echt ein bisschen besser, wenn die Objektive f2 haben, anstatt so f1.8. Denn f1.8 ist nur ein Drittel lichtstärker und dafür hat man dann bei der Berechnung mit einer ungeraden Blendenzahl zu kämpfen. Ich finde, das ist mir meistens echt nicht wert. Aber die meisten Hersteller bieten ab einer gewissen Zeitspanne einfach keine F2s mehr an, was ich ein bisschen schade finde. Die EL-Nikomaten sind natürlich nicht ohne Grund meine absoluten Lieblingskameras, denn die guten Stücke sind nicht nur ziemlich stabil und haben Zugang zu richtig tollen Optiken, sondern sind auch noch Zeitautomaten mit der zusätzlichen Möglichkeit, die Zeit selber einzustellen. Das Einzige, was ich hier so ein bisschen bemängel, ist, dass man hier keine Exposure Compensation hat, aber das kann man auch durch relativ einfache Verstellung des ISO-Werts erreichen. Natürlich bekommen die beiden hier noch ihr eigenes Review, aber das kann ein bisschen dauern, denn ich wollte damit erstmal ein bisschen mehr fotografieren. Zu den an den Kameras jeweils angebrachten Nikon-Linsen habe ich hier noch in KH Originalverpackung, wie man sieht, hier ein 135mm f2, 200mm f4 und ein richtig cooles Nikkor H Auto f4.5 300mm. Das ganze Ding hat natürlich hier vorne auch eine richtig dicke Linse. Das ist wirklich ein super Objektiv für ein Zoo oder andere Wildlife-Sachen, obwohl ich jetzt eigentlich niemand bin, der in den Wald geht und Vögel fotografiert. Fotografie, aber trotzdem der Vollständigkeit halber. Irgendwann habe ich mir gedacht, boah, geil, VHS-Kamera wirklich wie früher auf Kassetten aufnehmen. Hat nicht ganz funktioniert, denn hier ist leider ein Akkuproblem. Das ist zwar mittlerweile gelöst, aber ich weiß einfach nicht, was ich mit diesem Ding hier filmen soll. Und ich glaube nicht, dass ihr das wirklich geil finden würdet, wenn ich hier anfange, mit einer VHS-Kamera zu filmen, in irgendwie 300x200 Pixel oder sowas. Allerdings hat mir diese Kamera etwas mitgebracht, was ich sehr interessant fand, und zwar ein Weitwinkelkonverter. Und dieser Weitwinkelkonverter passt sogar auf das Tokina-Objektiv an meiner Canon I1 Program und gibt mir sozusagen
einfach mal ein Vollformat-Fischei für ziemlich wenig Geld. Deswegen auch die Fotos, die ich euch jetzt nochmal einblende. Und zwar wurde ich gefragt, mit welchem Fischei ich das denn gemacht hätte und ob sowas teuer sei. Nee, sowas ist nicht teuer. Wenn man hier so eine komische Konstruktion benutzt, dann kriegt man das ganz billig. Allerdings sind die Fotos ja auch nicht wirklich hochwertig. Ich meine, die Ränder sind komplett unscharf und so weiter. Zur Verteilung dieses Konverters muss man aber allerdings auch sagen, der ist überhaupt nicht für Film ausgerichtet, sondern halt für diesen Chip oder was auch immer so eine VHS-Kamera da hinten hat, dass das Bild aufzeichnet. Und das ist natürlich viel kleiner als Vollformat. Im Laufe der Zeit sind mir dann diese zwei Linsen hier in die Hand gefallen. Und zwar einmal dieses coole Carl Zeiss Jena Tessa F2840. Das habe ich mir geholt, weil das Objektiv an der Rolle 35 auch ein Tessa ist. Ich aber da immer so Probleme mit dem Scharfstellen und sowas habe, habe ich mir gesagt, ich möchte die Qualität dieser Linse auch in einer Spiegelreflexkamera genießen können und wenn es geht, auch noch ein bisschen lichtstärker. Allerdings muss man dazu sagen, dass diese Ost-Dinger hier nicht so ganz so super klasse sind wie die aus dem Westen, aber doch schon richtig hoch in der Qualität. Dazu habe ich irgendwann mal auf dem Flohmarkt hier dieses ISCO Göttingen im Zebra-Look, hier sogar mit so einer Glasscheibe, wo dann richtig edel hier alles eingestellt wird. Laut Aussagen im Internet nicht wirklich so hochwertig, wie es aussieht, aber ich mag das richtig gern. Ich habe das auch schon an meiner digitalen Spiegelreflexkamera verwendet, also das ist richtig super. Eigentlich wollte ich diese beiden Linsen ja lieber an meiner MTL3 benutzen, aber irgendwann ist die MTL3 kaputt gegangen. Das heißt, wirklich kaputt ist sie nicht. Sie arbeitet nur nicht mehr so super zuverlässig und so super bedienerfreundlich ist sie auch nicht. Dann habe ich irgendwann mal diese Arshai Pentax Sportmatic hier bei eBay gesehen, habe mitgeboten, habe eigentlich gedacht, ich kriege die nicht, denn Sportmatics sind meistens immer so 60 Euro, dann habe ich die aber, ich glaube, für 30 oder 20 bekommen, war super glücklich und habe dann gesagt, so, jetzt kommt das Tessar und das ISCO Göttingen hier an die Pentax und die MTL3 bleibt erstmal bei ihren Revinon-Linsen. Lustig fand ich, dass man hier diesen Blitzschuh abziehen kann, beziehungsweise Zubehörhalter, denn hier sind ja keine Kontakte dran. Die Pentax Sportmatic ist richtig cool, hat auch einen richtig coolen Auslösesound. Mag dieses Nachschlackern. Auch die Abblendung zur Messung ist hier viel besser geregelt. Hochschieben und die Kamera misst und wenn man nicht mehr messen möchte, einfach wieder runter damit. Das finde ich viel besser und überhaupt nicht so verwirrend wie bei der MTL3. Deswegen würde ich diese Kamera hier für Anfänger viel eher empfehlen. Wer M42 Linsen hat, gut, der sollte sich auch eine Pentax Sportmatic dazu holen, wenn er jetzt nicht irgendwie sowas richtig cooles wie eine Carl Zeiss Contax oder sowas besitzt. Da wir gerade bei Pentax sind, denke ich mir, mache ich da auch direkt weiter. Denn irgendwann hatte ich die einmalige Gelegenheit, durch so einen speziellen Sale bei KH Kamera an unglaublich günstige Takuma-Objektive zu kommen, die in Europa sonst richtig teuer sind. So sitzt an meiner zweiten Sportmatic, die diesmal allerdings eine SB2 ist, die auch über einen richtigen Blitzschuh verfügt, immer dieses Super Takuma 28mm F2.5, eine Superlinse, was ich bis jetzt gesehen habe, denn bei Weitwinkelobjektiven, da sollte man wirklich dann auf Markenqualität achten. So ist die SB2 hier auch aktuell im Einsatz und wie man hier an den Gurt geklebt sieht, sogar auch noch mit einem 400 Trix von Kodak geladen. Ich hoffe dabei natürlich auf gute Ergebnisse und darauf, dass diese Linse hier so viel Schärfe produziert, wie ein Trix auch aufnehmen kann. Als Normalobjektiv habe ich hier ein 55mm F2, wo ich von 55 überhaupt kein Fan bin. Ich habe lieber echte 50 oder dann irgendwas anderes. Aber so 55 ist überhaupt nicht mein Stil und 58mm schon gar nicht. Daneben hätte ich hier noch ein 200mm F4. Wer allerdings diese Linsen mal genauer sehen will, ich habe das so auf meinem alten Kanal ein Unboxing gedreht, bringe ich mir hier oben. Hier noch ein kleines Porträtobjektiv und zwar ein Super Takuma 105mm F2.8. Damit auch leider mein einziges Kleinbildporträtobjektiv. Ich spare zwar schon auf ein entsprechendes Nikon-Objektiv, aber das kann noch ein bisschen dauern, bis ich das Geld zusammen habe. Und natürlich das obligatorische 135mm F3.5. Und das ist wirklich eine extrem coole Linse, auch wenn ich leider noch selber nicht dazu gekommen bin, die einsetzen zu können. Aber eine gute Freundin von mir hat genau das gleiche Objektiv und das ist richtig klasse. Bereits als ich damals die ersten Negative der Seagull gesehen habe und die enorme Qualität, die Mittelformat kann, wusste ich, irgendwann mal möchte ich eine professionelle Mittelformatkamera haben. Allerdings hatte ich damals noch nicht so super viel Geld und deswegen wurde das erstmal eine kleine Mamiya. Also eine Kamera im Format 6x4,5. Das ist auch ein richtig cooles Teil. Ich habe das hier mit dem Autoexposure Prismensucher und als Ersatz auch noch den Lichtschachtsucher. Richtig cooles Teil, nur mit dem Prisma drauf ist das Ding extrem schwer und ich habe mir vorher gedacht, ja, das Ding wird sich dann einsetzen lassen wie so eine ganz normale Kleinbildkamera, nur in größer. Ist leider nicht der Fall, denn das hier
ist zusammen ein ordentlicher Brecher. Deswegen habe ich die auch noch zu keinem großen Shooting oder einer Reise oder so mitnehmen können. Standardmäßig drauf habe ich das 80mm f2.8 mit einem Filter, wie ihr seht, in der N-Version, in etwas moderner, allerdings aus Plastik. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, denn damals konnte man aus Deutschland bei KH leider nur per E-Mail bestellen. Und ich habe vergessen, denen zu sagen, dass ich gern die alte Stahlversion hätte. Dann habe ich die Plastikversion bekommen. Eigentlich nicht weiter ärgerlich und heutzutage funktioniert das KH-Bestellsystem auch von Deutschland problemlos aus. Dazu habe ich noch ein 150mm Objektiv mit der Lichtstärke f3.5. Das ist ein richtig cooles Porträtobjektiv, denn diese 150mm entsprechen auf dem Format der Mamiya in etwa 80 bis 85mm Kleinbild. Das andere Objektiv, was jetzt aus dieser Perspektive fast genauso aussieht, ist ein 210mm f4 und entspricht damit so in etwa 135mm, also ein typisches Universaltele. Ich werde damit, wenn das Wetter ein bisschen besser wird, auf jeden Fall mal in den Zoo gehen. Dann kam die Zeit, wo gerade das Computerspiel Life is Strange rausgekommen ist. Und da wusste ich ganz genau, ich brauche eine Polaroid-Kamera. Übrigens, super Spiel. Ich packe euch mal einen Link in die Videobeschreibung. Richtig toll. Als erstes habe ich mir diese schwarze hier selber gekauft. Das hat auch alles ganz gut funktioniert. Ich habe da einen Film durchgejagt. Allerdings hat die danach den Geist aufgegeben. Habe ich mir gedacht, oh, spätestens im nächsten Sommer möchte ich nochmal Polaroid fotografieren. Also habe ich mir dieses Ding hier geholt. Das hat keinen Blitz, benutzt auch ein bisschen anderen Film. Hat halt auch vom Aussehen ein bisschen anderen Look. Und dann, pünktlich zu Weihnachten, habe ich dieses Ding hier geschenkt bekommen von meiner Familie. Ich wusste gar nicht, dass sie sowas haben. Ich habe mich natürlich erstmal riesig gefreut und dann habe ich erst gesehen, oh, jetzt habe ich hier drei Polaroid-Kameras rumstehen und so ganz so klein sind die ja auch nicht. Wenn man den Preis für die aktuellen Filme gerechtfertigt, sind die auch super einfach zu bedienen. Das Einzige, was hier in dieser Kamera nervt, ist, dass sie hier so einen Schieber hat, wo die eine Nahlinse vorschiebt. Und bei dieser Linse muss man dann aufpassen, dass sie einem nicht versehentlich vors Bild gerät, denn damit kann man sich auch schon mal ein gutes Foto versauen. Trotzdem waren mir die Impossible Project Filme viel zu teuer und da habe ich mich umgeguckt, ob es nicht noch eine günstige Art Polaroid gibt. Bin ich sogar fündig geworden und habe mir die Polaroid 330 Automatic geholt. Es kann sein, dass ihr die schon aus dem Review kennt. Die hat nämlich ihr eigenes bereits bekommen. Denke ich mal hier oben. Gutes Stück ist nämlich eine richtig alte Packfilmkamera. Allerdings auch nicht so einfach zu bedienen. Und zudem ist noch nicht klar, ob es die Filme dafür weiterhin geben wird. Wenn ihr allerdings überlegt, euch so ein Teil zuzulegen, guckt, dass ihr erst die Filme dafür kriegt. Es kann ja auch sein, dass ihr dieses Video erst ein halbes Jahr, nachdem ich das hier drehe, guckt und es die Filme dann überhaupt nicht mehr gibt. Dann mache ich hier Werbung für so eine Kamera. Das wäre ja auch blöd. Doch ziemlich alten Polaroid 330 Automatic. Wollte ich mir eigentlich immer schon so eine Fuji-Kamera holen. Wenn es geht, auch eine große. Die gibt es ja in zwei Richtungen, in Wide und Mini. Allerdings waren die mir lange Zeit wirklich zu teuer und sowas neu im Saturn zu kaufen, da bin ich auch echt nicht der Typ für. Denn es gibt immer Leute, die kaufen sich sowas, denken, boah, geil, Polaroid, die dann merken, dass es doch nichts für sie ist und dann wieder schnell zum Smartphone zurückkehren. Deswegen gibt es besonders, wenn es kälter wird, so um Weihnachten, diese Dinger hier immer ganz günstig bei eBay. Ich war ziemlich überrascht, als ich dieses Ding hier für so 50, 60 Euro bekommen habe, denn sonst sind die im Laden ziemlich teuer. Ich glaube, die kosten sogar 100, was ich persönlich für nicht gerechtfertigt halte, denn das sind ziemliche Plastikbomber. Habe ich dieses Ding also bei eBay geholt, da war auch alles dabei, auch der Originalkarton, auch diese Selfie-Linse hier. Alles cool und ich habe eigentlich nicht wirklich viel von diesen Fotos erwartet, die da rauskommen, denn leider fehlt diesen Fotos echt dieser bestimmte Polaroid-Look. Ihr bekommt hier Fotos mit recht realen Farben, die sind zwar auch so ein bisschen Pastellfarben, so ein bisschen weich, also richtig Polaroid-artig sind die nicht. Als ich die Fotos dann aber gesehen habe, war ich dann doch ziemlich begeistert, weil die Fotos, die hier rauskommen, entwickeln sich wirklich vor dem eigenen Auge. Man hat dann erst ein weißes Bild, wenn erst nach und nach das Bild rauskommt und das ist wirklich ein richtig magischer Moment. Ich finde das richtig klasse und deswegen habe ich das Ding auch noch nicht weiterverkauft, wie es eigentlich vorhabe. Ich glaube, da ist sogar noch ein Schuss drin. Irgendwann auf der Schnäppchenjagd durchs Internet bin ich auf dieses schöne Stückchen gekommen. Falls ihr das gerade nicht erkennt, weil hier die Belederung fehlt, das ist die Kamera aus dem zweiten Teil von Harry Potter. Und das ist ein richtig cooles Teil. Das ist die Argus C3 oder wie die Amerikaner es nennen, The Brick, also einfach nur der Klotz. Das Ding ist einfach nur ein richtiger, dicker Brocken Metall und war sozusagen die amerikanische, etwas günstigere Antwort auf die Leica. Und so ist das Ding auch eine Messsucherkamera. Man dreht hier oben, das Objektiv dreht sich mit und hinten hat man zwei Fenster. Eins sozusagen zum Scharfstellen. Ja, bei Messsucherkameras ist das immer so eine Sache und eine, um das Bild zu machen. Wie alt diese Kamera ist, sieht man auch sehr schön hier hinten im Einstellrad, denn dieses kennt keine empfindlicheren Filme als 160, das heißt, das Ding ist richtig alt und zudem noch eine der Kameras, die man selber auseinandernehmen und reparieren kann. Ich habe das hier schon mal gemacht, vorher waren hier die Verschlusszeiten kaputt. Allerdings muss ich dazu sagen, leider wieder nichts für Anfänger, denn das Ding hilft einem zwar beim scharf Einstellen, hat hier oben allerdings nur eine Foodskala und keine in Meter.
Außerdem muss man hier wieder extern das Licht messen und hat hier auch nur sehr merkwürdige Zeiten zur Verfügung. 300, 200, 100, 50, 30, 20, 10 würde man so heute da nicht mehr draufdrucken. Und die werdet ihr auch auf so einem normalen Belichtungsmesser nicht finden. Was ich allerdings auch noch lustig finde, ist, dass das hier tatsächlich eine Systemkamera ist. Denn wenn man das hier abschraubt, dieses Zahnrad herausnimmt, lässt sich das Objektiv wechseln, was viele der Sorg überhaupt nicht zutrauen, und dafür auch ein anderes Objektiv als dieses Zenitar hier zu bekommen, zum Beispiel ein 135mm, ist auch fast komplett unmöglich oder extrem teuer, aber immerhin. Damals, als ich angefangen habe, analog zu fotografieren und gemerkt habe, so die Rolleiflex 35 reicht leider nicht für meine Bedürfnisse, habe ich mich natürlich im Internet umgeguckt und hatte mich da spontan für folgende Kamera entschieden. Und zwar für die Canon FTB. Die Kamera fand ich damals hochinteressant. Das hatte vorwiegend zwei Gründe. Zum ersten war die von Canon und ich wollte aus irgendeinem Grund damals Canon haben. Ich weiß heute auch nicht mehr warum. Und zweitens war die mechanisch und mit sogenanntem Nachführsystem. Allerdings hat sich dann herausgestellt, dass diese Dinger bei eBay damals unglaublich teuer waren. Fast so 110 Euro für so ein Ding. Und dann habe ich das erstmal an den Nagel gehangen und erstmal nach was Günstigem gesucht. Das war dann am Ende, wie ihr sicher wisst, die Canon AV1. Allerdings sind dann die Preise gefallen und ich habe dann diese Canon FTB hier, glaube ich, für lächerliche 16 Euro, natürlich ohne Objektiv, irgendwann mal gefunden. Habe gedacht, oh, die Kamera hast du ja schon immer gewünscht. Und dann habe ich da einfach mitgeboten. Gestehen muss ich allerdings, dass diese bei mir noch nicht im Einsatz war, weil ich das Batterieproblem dieser Kamera hier noch nicht gelöst habe. Allerdings funktioniert die, da die mechanisch ist. Wie ihr hört, ja auch super ohne Batterie. Da diese Kamera zwar das Nachführsystem benutzt, was für Anfänger nicht immer so gut ist, hat sie doch einen Vorteil. Und zwar zeigt sie euch die Verschlusszeit, die hier oben eingestellt ist, im Sucher an und warnt euch dadurch indirekt, wenn ihr jetzt so eine lange Verschlusszeit einstellt. Das heißt, das hier ist schon wieder was für Anfänger. Aber natürlich muss man beim Nachführsystem immer auch so ein bisschen Geduld haben. Außerdem müsst ihr das Batterieproblem lösen. Wahrscheinlich gibt es dazu eine Anleitung im Internet, die ich noch nicht gefunden habe. Das ist eine Kamera, mit der ich demnächst unbedingt mal losziehen muss. Wahrscheinlich fotografiere ich damit die Kirschblüte, die jetzt demnächst in meiner Gegend anfängt mit so einem schönen Kodak Portra. Wohl, es könnte Verschwendung sein. Na, ich überlege mir das nochmal. Die nächste Kamera kann ich euch leider nicht zeigen, weil die filmt. Das ist hier die Fuji X10. Das finde ich auch eine tolle Kamera und die hat vor allen Dingen den Vorteil, dass wenn ich zum Beispiel in Urlaub fahre und ich habe eine Kleinbildkamera dabei, eine Mittelformatkamera, dann kann ich nicht noch eine ganz ausgewachsene digitale Spiegelreflexkamera mitschleppen und da kommt mir die kleine Fuji X10 hier auch super entgegen. Der einzige Nachteil, wie ich das schon im Unboxing-Video zur Canon 600D gesagt habe, das war nicht mal hier, ist die im Filmen nicht so gut. Warum ich trotzdem mit der Filme ist, dass ich hier bei diesen ganzen Kameras echt einen Weitwinkel brauche, wo ich alles unter 28 mm nicht mehr wirklich viel benutzen kann. Und ich habe entgegen meiner Erwartung für die Canon 600D immer noch kein 18 bis 55 mm irgendwo günstig gefunden. Und meine analogen 28 mm Objektive kann ich zwar an meiner Canon 600D verwenden, allerdings korken die dann auf 35 mm hoch und das ist auch nicht wirklich hilfreich. Ansonsten ist die Fuji X10 für Fotos echt super. Was ich auch sehr interessant finde, dass die Kamera in der Lage ist, so ein paar alte Fuji-Filme zu emulieren. Was heißt ein paar? Es sind genau drei Stück, und zwar Astia, Provia und Velvia. Ich werde mir auch mindestens einen dieser Filme irgendwann mal besorgen, um den echten Analog-Look mal mit diesem emulierten Look, den die X10 hier von sich gibt, zu vergleichen. Allerdings finde ich es trotzdem ein bisschen schade, dass die X10 hier keine weiteren Filme von Fuji emulieren kann, wie den Superia oder den Super G oder den Neopan Akkos, den ich sehr schätze. Wer günstig an eine gebrauchte Fuji X10 kommt, wie ich, der sollte sich auch als Anfänger diese Kamera ruhig zulegen. Da habe ich eigentlich überhaupt keine Bedenken. Irgendwann zwischendurch bin ich dann auch auf die Idee gekommen, mir mal ein paar analoge Canon EOS Kameras zuzulegen. Und zwar haben wir hier einmal eine EOS 1000FN und damit einen Vertreter der billigen Kategorie. Die hat nur ein einfaches Einstellrad oben, ein Schulterdisplay und eine relativ leere Rückseite. Ich bin nicht wirklich begeistert von dem Modell und denke auch nicht, dass ich das einsetzen werde. Dazu habe ich hier eine EOS 50E mit Eye Control. Nicht die Version Quarz, die hier ein Display auf der Rückseite hat. Hier sieht man schon eine ganze Menge Einstellräder. Alles, was man heute auch einstellen kann. One-Shot AF, AI-Fokus, AI-Servo. Genau, der klemmt ein bisschen. Hier Serienbildmodus. Ein bisschen schwer einzustellen. Hat der Vorbesitzer wahrscheinlich irgendwas Klebriges reingegossen oder so. Hier dann alle Modi, die man auch heute noch kennt. P, T, V, A, V, M. Was ein bisschen nervt, ist, dass man hier auch Lock hat, um die Kamera auszuschalten. Dann immer wieder von Hand in den eigenen Modus gehen muss. Aber das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Hier außenrum noch die Belichtungsmodi. Auch wenn ich mir bei Canon immer noch nicht merken kann, welcher ist. Dann richtig robust hier auch aus Metall. Also das ist zumindest kalt, wenn man das anfühlt. Ich weiß jetzt nicht genau, was es für Metall ist. Also, wenn man sich schon eine analoge EOS-Kamera zulegt, dann würde ich mir auf jeden Fall die hier zulegen. Das ist mit ihrem Two-Tone-Styling hier.
nicht nur einer der hübschesten, sondern auch einer der besten, wie ich finde. Ich habe damit auch schon einiges fotografiert. Hier hat man übrigens auch noch das Rad auf der Rückseite. Einer der besten analogen EOS-Kameras. Und die kann ich wirklich nur jedem Anfänger empfehlen. Also von diesen kleinen Plastikbombern hier, von dieser 1000er und 500er Serie so, würde ich eher die Finger von lassen. Natürlich sind die hier günstiger, denn so ein Ding hier kann auch schon mal so 30 Euro kosten oder so. Aber ich finde, das ist für die Leistung, die man hier hat, nicht wirklich viel. Ob es sich überhaupt lohnt, eine digitale EOS-Kamera zu kaufen, hängt natürlich auch stark davon ab, ob man Objektive hat. Denn dadurch, dass die Objektive dieser Kameras meistens auch gut an aktuellen Canon-Kameras funktionieren, die sind natürlich teurer. Auf der anderen Seite kann es natürlich sein, dass ihr genau von diesen digitalen Objektiven schon Objektive habt. Da müsst ihr allerdings darauf achten, denn die hier, die nehmen nur EF und keine EFS-Objektive an, da das hier technisch Vollformat-Kameras sind, schon Vollformat-Objektive besitzt, wie dieses 35 bis 135 mm hier, dann geht das ohne Probleme. Was allerdings nicht geht, ihr könnt nicht eure APS-C, also EFS-Objektive oder sowas, an diesen analogen Kameras benutzen. Was auch nicht geht, sind manche neuen Dritthersteller-Objektive, wie diese Yongnuo-Linse hier mit 55 mm 1.8, die ich mir mal geholt habe, der Yen gerade schlecht im Kurs stand. Das Ding geht nur auf der absoluten Offenblende, auf der 50 und an der 1000 geht es leider gar nicht. Was ich aber von dem Shop, wo ich das ja geholt habe, ganz nett fand, ist, dass sie mir nochmal 20 Euro Rabatt auf das Ding gegeben haben, weil sie in ihrer Beschreibung behauptet hatten, dieses Ding hier würde mit allen EOS-Kameras gehen. Ich muss zugeben, dass ich ein Mensch bin, der auch manchmal Sachen kauft, allein weil sie gerade unter dem Marktpreis sind. So habe ich mir irgendwann mal diese Mamiya RB67, übrigens ein extremes Monster, zugelegt, nur weil diese extrem günstig war. Das heißt, die wird wahrscheinlich auch demnächst wieder verkauft. Aber vorher würde ich damit echt gern mal ein paar richtig schön große Feinart-Schwarz-Weiß-Bilder machen und die dann auch selber entwickeln. Das hier im Video rüberkommt, aber im Vergleich zur kleinen Mamiya ist das hier schon ein richtiges Monster. Hochprofessionell, wie auch draufsteht, da muss das ja stimmen. Und noch ein, es war einfach Billigkauf, und zwar eine Leica. Allerdings keine M6 oder so etwas Hochwertiges, sondern eine Mini-Zoom. Und wie der Boden verrät, hergestellt in Japan für Leica, also nicht von Leica. Die hatte ich auch schon mal quasi im Einsatz, und zwar war da, als ich die Kamera bekommen habe, bereits ein Film eingelegt, den ich dann verschossen habe, was ich danach aber bitter bereut habe, denn der Film schien total kaputt zu sein. Und ich weiß nicht, was die Leute, die die Kamera vorher besessen haben, mit der Kamera gemacht haben oder wie lange der Film da schon drin war. Aber da noch irgendwas Erkennbares raus zu scannen, das war echt schwierig. Also mein Tipp an euch, wenn ihr Kameras bekommt, wo schon ein Film drin ist, versucht irgendwie von den Leuten in Erfahrung zu bringen, wie lange da schon drin rumgammelt, denn sonst könnte das echt Überraschungen geben. Meistens nehme ich die Filme dann raus und sage, so, schön, neuer Testfilm. Aus diesem Grund kann ich über die Kamera auch nicht viel sagen. Das ist eine ziemlich strikte Automatikkamera. Hat so ein paar Modes, auch bezüglich Blitz. Ansonsten ist das hier wieder eine Point and Shoot. Allerdings durch das Vario Elmo Objektiv hier wahrscheinlich eine ziemlich gute Qualität. Hier mal eine kleine Kuriosität, und zwar eine Canometic. Das gute Stück hier hat allerdings nichts mit Canon zu tun, denn das hier ist einfach eine ziemlich dreiste Markenfälschung. Die Dinger wurden früher von irgendwelchen Drückerbanden aus dem Kofferraum rausverkauft und Leuten als hochwertige Spiegelreflexkamera weiß gemacht. Dabei ist das hier eigentlich nur ziemlich viel Plastikschrott. Gut, wahrscheinlich funktioniert die Kamera und der Blitz funktioniert auch, das habe ich schon getestet. Allerdings ist der ziemlich billig und höchstwahrscheinlich durch seinen Kondensator auch irgendwo gefährlich. Die Kamera als solches habe ich allerdings noch nicht getestet. Hier vorne kann man übrigens nicht scharf stellen, sondern hier stellt man irgendwie die Blende ein, die bei genauer Betrachtung von vorne sogar viereckig ist. Also ziemlich kurios. Das Ganze kann man auch elektrisch machen mit diesen Knöpfen. Ich habe halt nur gerade keine Batterien eingelegt. Gezielt wird hier oben durch dieses Fenster hat man hier so einen kleinen Lichtstartsucher für Arme. Denn hier sieht man meine Hand gerade noch ganz gut, aber wenn es dann draußen hell ist, dann sieht man da schnell nichts mehr. Ansonsten kann man auch hier durchzielen. Der Blitz ist übrigens so billig, dass er die ganze Zeit nach vorne klappt. Eine andere kuriose Geschichte ist, dass hier die Filmebene rund zu sein scheint. Ich kann wahrscheinlich auch das Ding hier mit der Hand aufziehen. Also alles sehr billig und sehr merkwürdig. Auch heute gibt es diese Dinger hier noch massenhaft bei eBay, meistens für total überteuerte Preise für 20 bis 50 Euro. Ich habe für dieses Ding hier gerade mal 1 Euro bezahlt und mehr ist dieser Plastikschrott auch nicht wert. Kam dann auch so meine boah geil Flohmarktphase, wo ich dann immer auf Flohmärkte gegangen bin. So habe ich dieses schöne Stück hier, eine Nikon F601 für, ich glaube, 10 Euro oder so bekommen und die scheint noch ganz gut zu funktionieren. Es liegt sogar noch ein Film drin. Wie gesagt, nach dem Erlebnis mit der Leica traue ich Filmen nicht mehr, die bereits in Kameras drin liegen, die ich kaufe. Allerdings sieht das Ding auch ganz gut aus. Ich habe damals ziemlich schnell zugeschlagen, ohne wirklich nachzudenken.
Und so ist mir auch entgangen, dass meine ganzen Nikon-Objektive, die ja zur Pre- oder Non-AI-Klasse gehören, hier drauf gar nicht funktionieren, weil hier dieser kleine Hebel im Weg ist und außerdem die Blende nicht richtig übertragen werden kann. Nicht ganz so klug war dieser Kauf hier, und zwar eine Voigtländer Vito B. Der Verkäufer hat mir ziemlich beteuert, dass dieses Ding noch vor kurzem bei seiner Tante im Einsatz war und jahrelang super funktioniert hat, was ich im Nachhinein allerdings nicht glaube, da dieses Gerät hier unter einer Extremform des Shutterbugs leidet und der Verschluss einfach manchmal nicht richtig schließt. Ziemlich unschön, denn ansonsten ist das hier wirklich eine tolle Kamera, die einem zwar wie die Rolle F35 bei der Entfernungseinstellung nicht hilft und auch Belichtung muss man selber machen. Allerdings, der Sucher hier ist richtig klasse. Wenn man sich diesen Sucher vors Auge hält, dabei beide Augen auflässt, dann ist das so, als würde man einfach mit seinem eigenen Auge fotografieren. Das ist auch wahrscheinlich das, was die Leica-Fans damit meinen, dass manche Kameras einfach eine Verlängerung des Auges sind. Also ich kann ja nicht mitdrehen, ich hatte noch keine M6 oder M3 vorm Auge. Das habe ich dann von meiner Familie zum letzten Weihnachtsfest diese zwei alten Kameras hier geschenkt bekommen. Als erstes diese kleine Yakumo-Kamera hier, eine der wirklich richtig frühen Digitalkameras, wo man hier vorne noch die Entfernung selber einstellen muss. Echt putzig, muss mich damit mal eingehender beschäftigen. Dann habe ich hier eine spiegellose Systemkamera von Fuji. Und zwar dieses Ding, bereits einen elektronischen Sucher, der auch relativ gut funktioniert. Man kann auch durch alle Menüs gehen, während man im Sucher ist. Das heißt, hier wird einfach das Gleiche angezeigt. Das ist extrem cool, wie ich finde. Und neben dem Fakt, dass das Ding leider nicht so viele Megapixel hat, ist die Qualität doch ziemlich gut. Besonders wenn man den Blitz benutzt, kann man halt die Bilder von diesem Ding, was ja wahrscheinlich von 2001 oder sowas ist, von heutigen Bildern halt nur dadurch unterscheiden, dass das Ding halt so super wenige Megapixel hat. Wieder ein nur gekauft, weil billig, und zwar diesmal eine Kiev 88. Als es nach der Seagull darum ging, mir eine bessere Mittelformatkamera zuzulegen, habe ich erst gedacht, dass ich mir eine Kiev 88 hole. Dann habe ich aber im Internet gelesen, dass viele Modelle davon, die man im Internet und bei eBay findet, extreme Probleme haben und man deswegen besser die Finger davon lassen sollte. Deswegen habe ich damals auch ein bisschen mehr Geld ausgegeben und mir die kleine Mamiya geholt. Allerdings habe ich dann letztens die Kamera hier für einen extrem niedrigen Preis zum Sofortkauf gesehen, wo allerdings auch die Beschreibung ein bisschen komisch aussah und eigentlich fast nichts gesagt hat. Dann habe ich den guten Herrn des Angebots einfach privat angeschrieben und ihn gefragt, was daran nicht stimmt und ob alles in Ordnung ist. Man muss solche Sachen am besten so regeln, dass man einmal so eine ganze Tabelle abfragt, hat die Linse Pilz, hat die Linse Kratzer, wie sind die Spiegeldichtungen in Ordnung, funktionieren die Verschlusszeiten richtig und alles mögliche durchfragen, damit der Verkäufer am Ende nicht sagen kann, ja, dass ich gesagt habe, das ist in Ordnung, ja, ich habe ja keine Ahnung. Aber der Verkäufer zu meiner Überraschung hat gesagt, es ist alles in Ordnung, hat diese ganze Liste bejaht, dann habe ich gesagt, ja, hole ich mir das Ding. Zu meiner Freude funktioniert dieses Ding auch. Das heißt, Linse völlig in Ordnung, alles in Ordnung mit diesem guten Stück. Was mich allerdings minimal stört, ist, dass sich hier langsam die Belederung ablöst. Ich muss die irgendwann nochmal mit Patex oder so festkleben. Was mich außerdem noch ein bisschen stört, ist, dass ich hier diesen Plan-Lichtschachtsucher bekommen habe. Es gibt nämlich noch einen anderen, der hat hier so Silberstreifen und sieht damit genau aus wie eine Hasselblatt. Und das hat der nicht und das finde ich so ein bisschen hässlich, denn ich möchte ja schon so ein bisschen Lookalike Hasselblatt hier aussehen. Ansonsten ist die Kamera eine richtig schöne Kamera, hat halt mit diesem Lichtschachtsucher keine Möglichkeit, das Licht selber zu messen. Und auch die Belichtung muss man selber bestimmen. Ansonsten ist das hier eine Top-Kamera, wo man allerdings ein paar Sachen beachten muss. Und zwar darf man hier am Rad keine Verschlusszeiten einstellen, während das Ding nicht gespannt ist. Außerdem darf man die Rückseile nicht slammen. Wenn man seinen Rückteil anbringen will, nicht einfach drauf losschlagen, sondern hier vorsichtig so drücken, dass es drauf geht. So, weil sich sonst diese Nasen hier verklemmen. Wer übrigens mehr über diese Kamera erfahren will, S. Schwengel hat ein richtig tolles Video dazu gedreht. Ich verlinke das mal hier oben. Die beiden hier solltet ihr eigentlich noch aus dem letzten Haul kennen. Ich verlinke den mal hier oben. Das sind zwei Nikon FG. Einmal in schwarz ohne Spannhebel und einmal in silber mit Spannhebel, mit einem 50mm f2.8 Nikon Serie E, einem Vivita, was ich schon wieder vergessen habe, was das war, und diesem komischen Tamron-Objektiv, was sich aus einem Telekonverter und dem Objektiv selber zusammensetzt. Was ich eigentlich noch nicht geschafft habe, die beiden zum Laufen zu kriegen, denn irgendwie funktioniert die Blendübertragung zwischen den beiden nicht, da muss ich mich nochmal mit auseinandersetzen. Trotzdem hatte ich diese drei Objektive, also einzeln ohne Telekonverter, schon im Einsatz und kann euch jetzt einfach hier mal Bilder einblenden, die ich damit gemacht habe. Ich finde, die Kameras haben ganz gut abgeschnitten und wahrscheinlich werde ich auch mindestens eine davon behalten. Eine Werbung, wo ich euch nicht darüber informiert habe, weil das hier eigentlich ein Deal mit einem Kumpel sein sollte, ist diese Praktica L hier, die ich mir eigentlich nur geholt habe wegen des Objektivs. Und zwar ist hier ein Carl Zeiss Tessar in der Zebra-Edition dran. Dieses Objektiv wollte ich eigentlich einem Kumpel besorgen, habe aber dann gesehen, dass hier nicht nur die Kamera im Eimer ist, sondern dass das Objektiv in der hintersten Linse auch extrem Staub hat. Das Objektiv funktioniert trotzdem und hat auch eine gute Qualität, aber mein Kumpel wollte mir das in dem Zustand einfach nicht mehr abkaufen. Das heißt, das liegt jetzt erstmal bei mir rum. Irgendwann gucke ich mal, dass ich mal ein Werkzeug komme, um die hintere Linse da abzuschrauben und den Staub da rauszukriegen. Und dann weiß ich noch nicht, was ich mit dem Ding mache. Bist ist meine letzte Kamera, die ich mir geholt habe, die Canon 600D. Jetzt aktuell noch
mit einem eher unwürdigen 28 bis 90 mm F4 bis 5,6 in richtig schmuckem Silber. Aber wie gesagt, die Jagd nach einem passenden 18 bis 55 mm mit Bildstabilisator läuft. Dann müsst ihr hier auch nicht mehr die Qualität der Fuji X10 ertragen, sondern habt da erstmal richtig gute Videos. Bin ich von der Kamera natürlich ganz begeistert, ist ja klar, ist eine relativ aktuelle digitale Spiegelreflexkamera mit makelloser Qualität und tollen Features. Nur bin ich in letzter Zeit halt nicht oft dazu gekommen, die mit rauszunehmen und damit zu fotografieren, weil ich gerade voll in der Schwarz-Weiß-Selber-Entwicklung stecke und halt dafür Material brauche. Trotzdem blende ich hier jetzt nochmal das obligatorische Bild ein. Dann sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Wenn ihr regelmäßig mit neuen Videos rund um die Fotografie, besonders die analoge, versorgt werden wollt, abonniert auf meinen Kanal. Wenn ihr wissen wollt, was ich außerhalb der Videos mache, dann folgt mir bei Instagram und den anderen Social-Media-Plattformen. Sage ich vielen Dank fürs Zugucken und bis dann. Wie ihr sicher erkennen könnt, habe ich demnächst vor, Film selber zu entwickeln und habe mir dazu bei Photo Impacts alles Mögliche zusammengecrossed. Als erstes hätten wir hier ein Hol mir meinen Film zurück aus der Dose Gerät oder Filmrocola. Der ist eigentlich unnötig, wenn man immer hergeht und seine Filme so in die Kamera zurückspult, dass noch eine Lasche übrig bleibt. Da ich aber nicht nur Kameras mit manueller Rückkurbel habe, sondern auch elektrische, habe ich mir